Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 13. Meine Brüder sind trügerisch wie ein Bach, wie Wasserläufe, die verrinnen. Hiob, Kapitel 6, Vers 15. Der Wind war im Verlaufe des Tages immer heftiger geworden und peitschte den Regen in dichten Schleiern über das Land. Wittgenstein jagte auf seinem Apfelschimmel über die Straße. Er wollte Rodez vor Anbruch der Dämmerung erreichen, um das Oreliten-Kloster noch bei Tageslicht in Augenschein nehmen zu können. Außerdem brauchte er noch einen sicheren Platz, an dem er sein Pferd unterstellen konnte. Jetzt öffnete sich vor ihm das Tal zu einer breiten Senke, in der sich zu beiden Seiten der Straße weite Reisfelder erstreckten. Keine Menschenseele war auf den Feldern zu sehen. Anscheinend hatten die Reisbauern vor dem tosenden Sturm, dem sie auf den Feldern schutzlos ausgeliefert wären, Zuflucht gesucht. Nach einer weiteren Stunde erreichte er das Kloster. Die Straße führte direkt auf das südliche Tor zu, über dem eine der vier gewaltigen Engelsstatuen ihr steinernes Schwert gen Himmel streckte. Obwohl das Tor des Klosters weit geöffnet war, ritt Wittgenstein nicht direkt in den Hof hinein. Stattdessen lenkte er sein Pferd zu einem der kleineren Bauernhäuser am Rande des Ortes. Er ließ es auf dem umzäunten Hof des bescheidenen Hauses anhalten und verjagte den kläffenden Köter, der ihm am Absteigen hindern wollte, mit einfachen Fußtritten. Dann klopfte er an die hölzerne Eingangstür. Eine Frau mittleren Alters öffnete den oberen Laden der geteilten Tür und sah Wittgenstein mit misstrauisch an. »Einen guten Abend, der Herr sei mit dir«, begrüßte Wittgenstein sie betont höflich und deutete eine Verbeugung an. »Ich suche für mich und mein Pferd eine Unterkunft für die Nacht.« »Dann geh ins Kloster, die Monarchen haben ein Gästehaus«, antwortete die Frau unwirsch und wollte die Tür wieder zuwerfen. Doch Wittgenstein hielt den Laden mit der rechten frei, während er mit der linken seinen Geldbeutel hervorzog und die Münzen darin klingeln ließ. »Ich übernachte aber nicht gerne in Klöstern und ich kann nicht bezahlen, gute Frau.« Er erkannte die Gier sehr wohl, die in den Augen der Bäuerin aufblitzte und grinste gewinnt. »Wenn du dich mit der Gesindelkammer im Stall zufrieden gibst«, antwortete sie jetzt zögernd, ohne den Blick von seinem Geldbeutel zu nehmen. »Bezahlung im Voraus.« Wittgenstein nickte und fischte ein paar Cent aus dem Beutel. »Gut, ich denke, das sollte für zwei Nächte und eine anständige Mahlzeit reichen. Sei doch so gut und bring mir etwas hinüber. Ich werde jetzt mein Pferd in den Stall bringen.« Die Frau nahm die Münzen und erwiderte jetzt etwas freundlicher: »Ich werde dir Huhn mit Reis bringen und etwas Bier, wenn du willst. Hab Dank.« Er nickte noch einmal und ging zu seinem Pferd, um es in den Stall zu führen. Die Mahlzeit war einfach, aber recht gut, und Wittgenstein bedauerte, dass er sich nicht mehr Zeit zum Essen nehmen konnte. Aber er musste sich beeilen und zum Kloster hinübergehen. Schnell prüfte er noch einmal, ob Waffen und Ausrüstung sicher an ihrem Platz waren, und schloss seinen Mantel. Mit einem letzten Blick zu seinem Pferd trat er aus dem Stall in dem Sturm hinaus und marschierte mit hochgeschlagenen Kragen zum Kloster hinüber. Als ein Wärter ihn am Morgen einen Krug Wasser und eine kleine Schale mit Grütze brachte, fühlte sich Hiob zerschlagener als am Abend zuvor. Auch wenn er seit dem vorigen Tag nichts mehr gegessen hatte, konnte er nur ein paar Löffel von dem schleimigen Brei hinunterwürgen. Zu sehr litt er unter den Albträumen der letzten Nacht. Jedes Mal, wenn er endlich wieder unruhigen Schlaf verfallen war, hat er denselben Traum gehabt und war von demselben Schmerz wieder hochgeschreckt. Wenn seine Träume wirklich in seiner Seele verborgene Erinnerungen zutage förderten, hatte der Herr diesmal besonders tief gegraben. Hiob vermutete, dass er die Szene ganz kurz vor seiner Taufe erlebt haben musste, wenn er sie denn tatsächlich erlebt hatte. Aber was blieb ihm schon übrig, als das zu glauben?
Er musste die Visionen als Wahrheit annehmen. Sonst war in all dem Schmerz nichts, woran er sich festhalten konnte. Der Herr hatte ihm erneut ein Zeichen gesandt. Und es war an ihm, dieses Zeichen zu verstehen und danach zu handeln. Es dauerte bis zum Nachmittag, bis der Wächter endlich mit zwei Templern zu seiner Zelle zurückkehrte. Die Soldaten brachten ihn über dem Hof ins Hauptgebäude des Klosters. Als sie draußen waren, versuchte Hiob, durch die kleinen Fenster der Baracke einen Blick auf die Kinder zu werfen. Aber seine beiden Bewacher zogen ihn weiter, ehe er irgendetwas erkennen konnte. Für einen kurzen Moment keimte ihm der Gedanke an Flucht auf. Es wäre ein leichtes gewesen, die Templer niederzuschlagen und aus dem offenen Tor zu fliehen. Aber selbst wenn er den Engeln, die sicher zu seiner Verfolgung entsandt würden, entkommen könnte, wohin sollte er fliehen? Zurück zu Irene, um ihr zu sagen, dass er ihren Sohn nicht von dem schrecklichen Schicksal hatte bewahren können? Nein, er fühlte, dass das nicht der richtige Weg war. Auch wenn er wusste, dass er die Gefangenschaft im Kloster nicht lange ertragen würde. Der Audienzsaal des Klosters war hoch und dunkel. Nur wenige der großen weißen Kerzen, die rings um den mächtigen Säulen in den schmiedeeisernen Leuchtern steckten, waren entzündet worden. Auch draußen war es durch den gerade aufgezogenen Sturm so düster, dass es nur wenig Licht durch die hohen Fenster aus Buntglas hereinfallen ließ. Die Templer führten ihn zu einem Podest an einer Steinwand des Saals. Darauf standen drei hochlehnige Stühle, auf denen drei alte, bärtige Monarchen saßen und ihm mit ernstem Blick entgegensahen. Die Wand hinter ihnen war ganz mit schimmernden Metallplatten beschlagen, die in winzigen Schriftzeichen die Chronik des Klosters eingraviert war. An dieser Wand, genau über dem mittleren Stuhl, hing ein altes, hölzernes Kreuz, an dem Hiob die Figur eines Mannes mit schmerzverzerrtem Gesicht erkennen konnte. Das Kreuz wurde von zwei geschnitzten Engeln mit wallenden Gewändern und absurd kleinen Flügeln getragen. Etwas abseits, mit verschränkten Armen an eine Säule gelehnt, stand Eliphas. Auf den letzten paar Schritten blieben die Templer zurück und ließen Hiob allein vor die Stufen des Podestes treten. Als er stehen blieb, erhob sich der alte Monarch aus dem mittleren Stuhl und sprach mit heiserer Stimme: Im Angesicht des Herrn, des allmächtigen himmlischen Vaters und mit dem Segen und im hochheiligen Auftrage des Pontifex Maximus Petrus Secundus ist dieses Tribunal zusammengetreten, um die Sache des gefallenen Raguiliten von Valencas zu untersuchen. Zu meiner Linken sitzt Bruder Glaucus, Kaplan und Beichtvater des Klosters von St. Germain in Rodez, Monarch vom Orden der Ureliten und Gezeichneter des jesuitischen Loge von Montsalvage. Der Angesprochene erhob sich ebenfalls kurz und deutete mit gefalteten Händen eine Verbeugung an. Nachdem er wieder Platz genommen hatte, fuhr der Sprecher fort. Zu meiner Rechten sitzt der Bruder Julio, himmlischer Legat des Erzengels Uriel, Monarch vom Orden der Ureliten und Eingeweihter des ersten Grades der jesuitischen Loge. Auch dieser Monarch, ein kleiner, weißhaariger Mann mit viel zu großen, abstehenden Ohren, der wie die anderen beiden eine einfache, schwarze Kutte trug, erhob sich kurz. Und ich bin Bildad, schloss der Sprecher seine Rede. Abt des Klosters St. Germain in Rodez, Monarch vom Orden der Ureliten und Großmeister der jesuitischen Loge. Für das Protokoll, außer dem gesegneten Tribunal und dem beklagten Raguiliten sind anwesend Komteur Eliphas vom Himmel in Montsalvage,
sowie Michel und Oswin, Templer vom Orden der Gabrieliten. Der Protokollant mag seinen eigenen Namen selbst hinzufügen. Jetzt erst bemerkte Hiob, dass tatsächlich noch ein weiterer Monarch im Saal war. Weit ab vom Tribunal saß er mit einer einzigen Kerze und schrieb ohne aufzusehen auf einen Notizblock. Nachdem der Abt die Untersuchung nach allen Vorschriften der angelitischen Kirche eröffnet hatte, setzte er sich wieder und sah den Engel scharf an. Hiob war sich nicht sicher, ob es Wahnsinn, Fanatismus oder einfach nur Abscheu war, der in seinen Augen loderte. »Und nun zu dir, Raguelit«, sprach der Abt ihn an. »Wie ist dein Name? Und was hat dich nach Valenkas geführt?« »Ich bin Hiob und ich...« »Das ist nicht der Name eines Engels, Raguelit«, unterbrach ihn abwildert kalt. »Wie lautet dein wahrer Name und wie du ihn da von deinem Himmel empfangen hast und wie ihn der Pontifex Maximus in Aeterna bei deiner Weihe zugesprochen hat?« »Bevor der Herr mich in ein neues Leben führte, nannte man mich Kaliel«, antwortete Hiob ruhig. »Nun gut, Kaliel«, sagte der Abt und beugte sich interessiert zu Hiob hinab. »Dann erzähl uns deine Geschichte. Ich denke, dieses Tribunal ist sehr neugierig darauf, wie der Herr dich in dein neues Leben geführt hat.« Hiob begann zu berichten. Ohne ihn zu unterbrechen, ließ der Abt ihm die ganze lange Geschichte. Von einem Kampf mit den höllischen Feuerkäfern bis zu seiner Gefangennahme durch Eliphas und die Beutereiter erzählen. Hiob ließ sich Zeit und schilderte alle Ereignisse so genau und ausführlich, wie sie ihm im Gedächtnis geblieben waren. Nur Anne erwähnte er mit keinem Wort, und auch die für ihn selbst verwirrenden Einzelheiten seiner Beziehung zu Irene ließ er aus. Als er geendet hatte, sah ihn der Alte ab, noch lange nachdenklich an, bevor er sich wieder erhob und verkündete: Das gesegnete Tribunal wird jetzt über die Angelegenheiten beraten. Der beklagte Kaliel vom Orden der Raguliten werde aus dem Saal geführt, bis wir zu einem Urteil gekommen sind. »Ihr wollt mich verurteilen?«, fragte Hiob ihn erschrocken. »Es geht doch gar nicht um mich. Seht ihr denn nicht, verehrter Abt, dass es darum geht, das Vorgehen der Kirche neu zu bewerten und dem Treiben der Beutereiter ein Ende zu setzen?« Der Abt sah höhnisch von oben auf ihn herab. »Das, sagte er, sind die Worte eines Ketzers, Kaliel von den Raguliten. Und ich werde nicht dulden, dass du diese geheiligte Stätte mit ihnen beschmutzt. Also hüte deine Zunge. Es geht hier einzig und allein darum, dein Verhalten zu bewerten. Und schließlich bin ich nicht der Pontifex Maximus. Es steht mir ebenso wenig wie dir an, über das Vorgehen der heiligen angelitischen Kirche zu urteilen.« Nach diesen Worten traten die beiden Templer wieder an Hiob heran und brachten ihn durch die kleine Seitentür in eine fensterlose Kammer. Als sein Bewacher die Tür geschlossen und verriegelt hatte, sank Hiob im Dunkeln auf die schmale Bank zusammen, die die einzige Einrichtung der Kammer darstellte. Wie hatte er nur glauben können, dass der Abt ihn verstehen würde? Aber was hätte er denn tun sollen? Als Wittgenstein durch das offene Tor des Klosters trat, wurde er nur von einem Novizen angesprochen, der in einer Nische im Tor saß und gerade damit beschäftigt war, Salat zu waschen.
aber Wittgenstein ließ sich durch den offenen, gastfreundlichen Eindruck nicht täuschen. Er hatte die Wachposten auf allen vier Ecktürmen und unter einem Vordach in der Nähe des Tors schon entdeckt. Der Herr sei mit dir, Reisender. In welcher Angelegenheit besuchst du das Kloster St. Germain? Der Novize trug eine einfache, dunkelgrüne Kutte, die nur von einem Strick zusammengehalten wurde, und konnte nicht älter als 16 Jahre sein. Der Herr sei auch mit dir, mein urelitischer Bruder. Ich suche eine Unterkunft für die heutige Nacht und würde gern mit einem Kompteur sprechen, sofern hier Beutereiter stationiert sind. Du hast Glück. Kompteur Eliphas ist erst gestern mit seiner Rotte zurückgekehrt. Er läutete eine kleine Glocke, die innen neben dem Tür hing, und ein weiterer Novize kam zwischen den Gebäuden des Klosters hervor und eilte zu ihnen herüber. Guter Martin, weise doch unserem Gast eine Unterkunft zu und melde Kompteur Eliphas, dass ein Reisender ihn zu sprechen wünscht. Bruder Martin nickte und führte Wittgenstein zu einem alten Steingebäude neben dem Klostergarten hinüber. Die Gästezimmer liegen über den Ställen her. Was willst du denn vom Kompteur? Ich würde gern in die Dienste der angelitischen Kirche treten. Ich bin ein erfahrener Söldner auf der Suche nach Arbeit. Nun, vielleicht hast du Glück. Der Kompteur hatte Verluste auf seiner letzten Mission. Hast du schon einmal als Beutereiter für die angelitische Kirche gearbeitet? Ja, aber das ist lange her. Was ist der Rotte des Kompteurs denn zugestoßen, Bruder Martin? Sie sind auf Traumsaat gestoßen und haben einen Ketzer festgenommen, aber genaueres weiß ich auch nicht. Wenn du Wasser brauchst, der Brunnen ist hinter dem Haus. Am besten wartest du hier auf Nachricht vom Kompteur. Damit ließ der Novize Wittgenstein in einer kargen, eingerichteten, aber sauberen Zelle stehen und stieg die Treppe wieder hinunter, die sie eben hinaufgekommen waren. Ohne den Mantel abzulegen, setzte sich Wittgenstein aufs Bett und wartete. Es sollte nicht lange dauern, bis der junge Monarch wiederkam. Kompteur Eliphas wohnt dem gesegneten Tribunal bei, das über den Ketzer zu Gericht sitzt. Du wirst ihn nach der Vesper sprechen können. Dann würde ich in der Zwischenzeit gern die Kapelle besuchen. Kannst du mir sagen, wo ich sie finde? Sie ist im Westflügel des Klosters. Ich zeige sie dir. Bruder Martin führte Wittgenstein wieder auf den Hof hinaus und wies auf einen langgestreckten Trakt des Hauptgebäudes, der mit prächtigem Maßwerk verziert war. Ich danke dir, Bruder Martin. Glaubst du, man wird den Ketzer verurteilen? Das kann ich dir leider nicht sagen, antwortete der Novize scheu und wandte sich zum Gehen. Der Herr sei mit dir. Der Herr sei mit dir, Bruder Martin. Das Innere der Kapelle wurde nur schwach von wenigen Altarkerzen erleuchtet. Wittgenstein schritt langsam zwischen den leeren Bänken zum Altar hinüber und vergewisserte sich, dass er allein im Raum war. Über dem Altar war ein Triptychon angebracht, von dessen geschlossenen Flügeln der Erzengel Uriel mit ernstem Blick herabsah. Daneben entdeckte Wittgenstein eine kleine Holztür, die wohl in die Sakristei führte. Vorsichtig drückte er die Klinke herunter und schlüpfte hindurch. Das Innere des Klosters war weitläufiger, als Wittgenstein erwartet hatte. Glücklicherweise schien dieser Teil der Anlage nicht allzu belebt zu sein. Ein paar Mal konnte er seiner Entdeckung zwar nur knapp entgehen, aber insgesamt kam er gut voran, auch wenn er bisher noch keinen Hinweis auf den Verbleib Dominiks oder des Engels gefunden hatte. Als er in einem breiten Flur im ersten Stock um eine Ecke bog, stand er unvermittelt hinter einer Gruppe von Templern, die ihm jedoch alle den Rücken zuwandten. Lautlos glitt er hinter einem Gobelin, der nicht wie die anderen, die er gesehen hatte, eine flache Nische, sondern einen schmalen Gang verbarg. Vom anderen Ende des Gangs waren entfernte Stimmen zu vernehmen. Vorsichtig schlich Wittgenstein weiter. Der Gang mündete auf eine schmale Galerie, von der aus er durch das Maßwerk des Gewölbes in einen großen, schwach erleuchteten Saal hinunterblicken konnte. Offenbar kamen die Stimmen von dort unten. Geduckt spähte er in den Saal hinab und erkannte sofort, dass dort unten das Tribunal für den Ketzer stattfand. Kadiel von den Ragoliten, konnte Wittgenstein die energische Stimme eines alten Monarchen vernehmen. Du behauptest von dir selbst auf einer göttlichen Mission zu sein, verbreitest dabei aber ketzerisches Gedankengut.
Dieser Widerspruch kann nur zwei mögliche Ursachen haben. Entweder du bist ein Ketzer und deine Visionen sind nicht das Werk Gottes, sondern des Herrn der Fliegen. Möge er verdammt sein. Oder du hast tatsächlich gottgegebene Visionen erlebt, sie aber aus Verwirrung des Geistes heraus falsch gedeutet. Wittgenstein wusste nicht, wie es dazu gekommen war, aber offensichtlich war der Engel so dumm gewesen, sich von den Beutereitern überwältigen zu lassen. Ich glaube an dich, Engel, fuhr der Sprecher nun fort, bei dem es sich nur um den Abt des Klosters handeln konnte. Ich denke nicht, dass du dem Herrn der Fliegen anheimgefallen bist. Aber ich denke, du brauchst Hilfe, um dich auf deinem neuen Weg zurechtzufinden. Also höre, was dieses gesegnete Tribunal mit Gottes Hilfe einstimmig beschlossen hat. Wenn du deinen ketzerischen Gedanken abschwörst und dich von allem, was nicht dem Kanon der angelitischen Kirche entspricht, lossagst, so sollst du frei sein, dich auf den Weihen der Bruderschaft des jesuitischen Loge unterwerfen. Die Logenbrüder werden dich unterweisen und dir helfen, deine Vision zu verstehen. Und wenn du soweit bist, so wirst du die Stigmata empfangen und zu den Gezeichneten gehören. Bei den letzten Worten erhob der Abt seine Hände und auch die anderen Mitglieder des Tribunals standen vor ihren Stühlen auf und streckten die Handflächen in die Höhe. Wittgenstein presste sein Gesicht an einen Durchbruch im Maßwerk und konnte erkennen, wie dunkles Blut aus ihren Handflächen quoll und ihre bleichen Arme herablief. Und wer weiß, sprach der Abt weiter, vielleicht wirst du ja sogar selbst der leibhaftige Zweite, die lebende Inkarnation des Gottessohns sein. Wer hätte bessere Voraussetzungen dazu als ein ehemaliger Engel? Jetzt erhob der Engel die Stimme und Wittgenstein war gespannt auf seine Erwiderung. Aber das kann ich nicht. Ich kann mich nicht eurer Bruderschaft anschließen und mich in diesem Kloster vor einer Welt verstecken, in der die Beuterei Kinder verschleppen, auch wenn ich nicht weiß, ob mein Schicksal wirklich Gottes Wille ist und was er noch mit mir vorhat. So bin ich mir doch sicher, dass mein Platz nicht an eurer Seite ist. Natürlich. Sturheit eines der untrüglichen Zeichen der Ketzerei. Weißt du das? Die Stimme des Abt war jetzt eiskalt. Der himmlische Legat Julio hat mich zu Recht darauf hingewiesen, dass es uns nicht zusteht, dich zu bestrafen. Das ist immer noch Sache deines Ordens. Du wirst wieder in deine Zelle gebracht, bis eine Eskorte dich nach Trondheim bringt. Dieses Tribunal hat gesprochen. Amen. Wittgenstein hatte genug gehört. Der Engel war nicht in unmittelbarer Gefahr, auch wenn er ein ausgemachter Trottel zu sein schien. Es wurde Zeit, von hier zu verschwinden, um rechtzeitig zur Vesper im Speisesaal des Gästehauses zu sein und die anschließende Verabredung mit dem Kompteur nicht zu verpassen. Das Abendessen war gut und reichlich gewesen, aber Wittgenstein war noch satt von der Mahlzeit gewesen, die er auf dem Bauernhof verzehrt hatte. Trotzdem überstand er die unzähligen Gebete und Segnungen der Vesper mit stoischer Ruhe. Er hatte schon seine Gründe, warum er nur in Klöstern wohnte, wenn es gar nicht anders ging. Der Kompteur wartete mit Bruder Martin nach der Vesper am Außengang des Speisesaals auf ihn und gab Wittgenstein zu verstehen, er solle ihm in sein Arbeitszimmer folgen. »Du willst also zu den Beutereitern?«, fragte er und musterte Wittgenstein von Kopf bis Fuß. »Welche Erfahrung hast du als Söldner?« Wittgenstein tischte ihm eine Lügengeschichte von seiner ersten Zeit bei den Beutereitern auf, bei der er einen Kompteur erfand und sich allerlei Anekdoten einfallen ließ. Offenbar hatte er den Kompteur beeindrucken können, denn nach einem kurzen Wortwechsel sagte dieser, »Du hast Glück. Wir hatten ein paar Verluste in letzter Zeit und können einen guten Mann gebrauchen. Ob du ein solcher bist,
Das wirst du aber erst unter Beweis stellen müssen. Mein Name ist Eliphas. Und wie ist deiner? Karl, antwortete Wittgenstein. Gut, Karl. Die Rotte ist in der Baracke an der Ostmauer untergebracht. Die anderen werden dir deinen Platz zuweisen. Aber halte dich von den Auserwählten fern. Zu Befehl, Kompteur. Seine Ankunft wurde bei seinen neuen Kameraden mit durchaus gemischten Gefühlen aufgenommen. Einerseits waren sie nach ihren Verlusten offenbar froh, so schnell wieder Verstärkung zu bekommen. Andererseits waren sie Fremden gegenüber von jeher misstrauisch. Aber viele freundliche Worte und ein paar Krüge Bier später entspannten sich die Söldner ein wenig. Wittgenstein musste 3-mal zur Klosterküche hinüberlaufen, um Bier zu besorgen. Und bei jedem Mal wurde der Monarch in der Küche unwilliger. Nachdem er Wittgenstein beim 3. Mal unmissverständlich klargemacht hatte, dass er jetzt die Küche schließen und in seine Zelle gehen würde und dass es eine Sünde sei, so spät so viel zu trinken, wusste Wittgenstein, dass es jetzt die Zeit zum Handeln gekommen war. In einer dunklen Ecke, auf dem Weg zurück zur Unterkunft der Beutereiter, versetzte er die Bierkrüge mit etwas Schlafgift, das er einige Wochen zuvor von einem türkischen Händler gekauft hatte. Er hatte das Gift bereits 1-mal bei anderer Gelegenheit ausprobiert und wusste, dass es die Opfer nicht nur einschlafen ließ, sondern ihnen auch einen sehr unangenehmen Kater mit reichlich Kopfschmerzen und Erbrechen bescherte. Aber das konnte ihm bei dieser Situation nur von Nutzen sein. Die Beutereiter waren schon angetrunken genug, um ihm die Krüge ohne langes Zögern aus der Hand zu reißen, und bereits eine halbe Stunde später lagen sie alle schnarchend auf ihren Betten. Vorsichtig verließ Wittgenstein den Schlafsaal durch die Hintertür und schlich zwischen der Außenmauer des Klosters und der Rückwand der Beutereiterbaracke zu deren anderen Ende. Hier war kein Fenster mehr erleuchtet, und es gab auch keine weitere Hintertür. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als die Baracke durch den Eingang auf der Hofseite zu betreten. Schnell huschte er hinein und war froh, dass die Tür nicht verschlossen war. In dem kleinen Raum hinter der Tür saß ein Monarch, der überrascht von seinem Stuhl aufsprang, als er Wittgenstein eintreten sah. Was zum... Aber bevor der Mann seinen Satz beenden konnte, hatte Wittgenstein ihn niedergeschlagen. Schnell rollte er den schlafenden Körper des Monarchen unter den Tisch, an dem dieser gesessen hatte, und öffnete die andere Tür des Raumes, vorsichtig einen Spalt breit. Dahinter lag ein langer Gang. In der Dunkelheit konnte Wittgenstein an seinem Anfang mehrere Türen zu beiden Seiten erkennen. Das hintere Ende war in Dunkelheit gehüllt. Er schloss die Tür wieder und fluchte leise vor sich hin. Als der Monarch unter dem Tisch sich daraufhin zu regen begann, zog Wittgenstein ihn noch einmal hervor, um ihm einen weiteren Hieb zu versetzen und ihn zu durchsuchen. Dies förderte einen umfangreichen Schlüsselbund zutage. Trotzdem, wenn er jetzt alle Räume betreten konnte, konnten hier unzählige Kinder untergebracht sein. Wie sollte er unter ihnen schnell und unauffällig Dominik finden? Er seufzte und zuckte mit den Achseln. Dann nahm er die brennende Kerze, die auf dem Tisch stand, und betrat leise den Flur. Zuerst öffnete er eine Zelle nach der anderen und leuchtete vorsichtig hinein. Die ersten paar waren leer, auch wenn Wittgenstein anhand der kleinen Betten und der vergitterten Fenster erkennen konnte, dass sie für Kinder gedacht waren. Dann kam er an einen Raum, in dem sich 3 Mädchen befanden. Zum Glück schliefen diese fest und tief. Am anderen Ende seiner Runde blieben 2 Zellen übrig, bei denen er sich nicht sicher war, ob einer der Jungen in dem Zimmer Dominik war. Die Tür am Ende des Flurs hatte er noch nicht geöffnet. Schwaches Licht sickerte durch die Ritzen. Als er ein Ohr an das alte Holz legte, konnte er leisen Gesang hören, aber die Stimme klang nicht nach einem Kind. Wittgenstein zögerte nur einen Moment, bevor er die Tür aufriss
und lachend in das helle, fensterlose Zimmer torkelte. Der seltsame Raum hatte komplett weiße Wände und war mit einem seltsam schimmernden Möbeln und Geräten angefüllt. An einem kleinen Tischchen saß ein älterer Monarch und er hatte mitten in seinem Gesang innegehalten und starrte Wittgenstein ungläubig an. Ehe er etwas sagen konnte, hatte Wittgenstein ihm am Kragen gepackt und schmetterte ihn mit dem Rücken an die Wand. »Ich suche Dominik aus Valenkas. Die Beutereiter haben ihn in ihrem letzten Beutezug mitgebracht«, knurrte er und drängte sein Gesicht dicht an das des verängstigten Monarchen. Als dieser kein Wort hervorbrachte, ließ Wittgenstein ihn erneut gegen die Wand krachen. »Ich weiß, dass er hier ist!« »Die zweite Zelle links!« presste der Monarch mit zitternder Stimme hervor. Ohne ein weiteres Wort schleuderte Wittgenstein den Alten auf seine Apparaturen, wo er regungslos liegen blieb. Die besagte Zelle war eine der beiden, in denen er Dominik bereits vermutet hatte. Und nachdem er sich jetzt sicher war, fiel es ihm nicht schwer, den richtigen Jungen zu finden. Die Kinder waren nach dem Krach aus dem Nebenzimmer natürlich aufgewacht, hatten aber zu viel Angst vor Wittgenstein, der für sie wie ein Beutereiter aussehen musste, um laut zu schreien. »Dominik?« fragte Wittgenstein hastig. Der Junge nickte stumm. »Du kommst mit mir!« Blitzschnell hatte Wittgenstein den Jungen auf den Gang gezogen und die Tür der Zelle wieder verschlossen. Als er sich umsah, stand plötzlich der alte Monarch aus dem weißen Zimmer hinter ihm, in einer Hand ein seltsames Gerät, in der anderen ein kleines Skalpell. Bevor Wittgenstein reagieren konnte, wurde er von einem grellen Lichtblitz geblendet. Ehe er wusste, wie ihm geschah, durchzuckte ihn auch noch ein stechender Schmerz. Der Monarch hatte ihn am Kopf getroffen. Mit seiner Sicht stimmte etwas nicht und seine linke Gesichtshälfte schmerzte. Etwas Warmes rann an ihm in der Wange herunter. Eine Sekunde lang stand Wittgenstein da wie gelähmt. Dann schüttelte er, trotz des anhaltenden, dumpfen Schmerzes und des aufkommenden Schwindelgefühls, den Kopf und streckte den Monarchen mit einem Fausthieb nieder, während der Dominik mit der freien Hand festhielt. Fluchend beeilte er sich, zum Vorraum zurückzukehren. Hier war alles noch ruhig, soweit Wittgenstein das erkennen konnte. Irgendetwas stimmte seit dem Angriff des alten Monarchen mit seinem Blickfeld ganz und gar nicht. Jedenfalls war der Kampf außerhalb der Baracke offenbar nicht bemerkt worden. Er hockte sich hin und sah Dominik fest an. Der starrte ihn mit namenlosen Entsetzen ins Gesicht. Wittgenstein ignorierte die Angst in den Augen des Kleinen und zischte: »Pass auf, mein Junge, deine Mutter hat mich geschickt. Ich werde dich befreien und zu ihr zurückbringen. Hast du verstanden?« Der Junge nickte wieder ohne ein Wort. »Gut. Du musst ganz leise sein und alles tun, was ich dir sage.« »Ist gut«, flüsterte Dominik jetzt. »Aber...« »Ja?« knurrte Wittgenstein gehetzt. »Dein Auge!« Wittgensteins Finger fuhren zum ersten Mal zu seinem Gesicht. Blut. Jede Menge davon. Das Blut und der dumpfe Schmerz kam von seiner leeren Augenhöhle. »Dieser verdammte Monarch hatte ihm sein linkes Auge ausgestochen.« Fast hätte er vor Wut und Entsetzen aufgeschrien, aber nur ein animalisches Knurren kam aus seiner Kehle. »Später...« Er würde sich später darum kümmern. Jetzt zählte nur sein Auftrag und sein Überleben. Und dazu mussten sie zuerst aus dem Kloster. So schnell sie konnten, verließen Wittgenstein und Dominik die Baracke, umrundeten das Gebäude und retteten sich wieder in die Schatten der Klostermauern. Sie waren jetzt fast an der Mitte der Ostmauer, möglichst weit von den Ecktürmen und den Wachen entfernt. Hier öffnete Wittgenstein seinen Mantel und wickelte das lange, geflochtene Lederseil ab, das er um die Hüften trug. Aus einer Tasche seines Mantels fischte er einen eisernen Haken und befestigte ihn an dem Seil. »Wir müssen über die Mauer«, zischte er Dominik zu. »Schaffst du das?« »Klar«, antwortete der Junge. Der Haken fasste schon beim zweiten Versuch, hatte aber ein deutliches klirrendes Geräusch verursacht. Nervös suchte Wittgenstein den Wehrgang über ihn ab, konnte dort aber keine Wachen erkennen. Sie mussten es einfach versuchen.
Nachdem er sich vergewissert hatte, dass der Haken einen sicheren Halt gefunden hatte, band er Dominik das andere Ende des Seils um die schmale Taille. »Ich werde zuerst hinaufklettern und dich dann hinterherziehen. Aber du musst mithelfen und dich an der Mauer hinaufhangeln, verstanden?« Der Junge nickte eifrig und sah Wittgenstein mit großen Augen hinterher, als dieser sich daran machte, die Mauer zu erklettern. Wittgenstein grinste in sich hinein. Die Sache schien Dominik regelrecht Spaß zu machen. Immerhin machte er ihm keine Schwierigkeiten. Oben angelangt, sah Wittgenstein sich noch einmal um, konnte aber immer noch keine Wachen in ihrer Nähe erkennen. Aber seit seiner Verletzung fühlte er sich unsicher und hatte ständig Angst, etwas zu übersehen. Sofort begann er, Dominik heraufzuziehen. Als der Junge die Mauer zu fast zwei Dritteln hinter sich gelassen hatte, passierte es. Die Tür der Baracke unter ihnen flog auf und einer der Monarchen, die Wittgenstein niedergeschlagen hatte, taumelte laut um Hilfe schreiend auf den Hof hinaus. Sofort verdoppelte Wittgenstein seine Anstrengungen, um den Jungen so schnell wie möglich auf den Wehrgang zu zerren. Doch die Wachen im Kloster waren gut eingespielt. Von überall her konnte er jetzt die Rufe der Templer vernehmen, und es dauerte nicht lange, bis am Hauptturm des Klosters ein gleißendes Licht aufflammte, dessen scharf begrenzter Strahl langsam begann, den Hof und die Klostermauern abzutasten. Wittgenstein hatte schon einmal einen solchen vorsintflutlichen Scheinwerfer gesehen und wusste, wie leicht die Templer sie damit entdecken konnten. Kaum dass Dominik sicher auf dem Wehrgang lag, zog er seine Pistole, entsicherte sie und zielte auf die Quelle des mächtigen Lichtstrahls. Drei Schüsse hallten laut über den Hof, bis die Scheinwerfer mit einem berstenden Knall verlosch. Unten im Hof erhob sich daraufhin lautes Geschrei und Wittgenstein wusste, dass er nur noch wenige Augenblicke hatte, bis die Templer die Zinnen stürmten. Schnell verankerte er den Haken so an den Zinnen, dass sie das Seil auf der anderen Seite der Mauer herablassen konnten und begann, Dominik abzuseilen. Just in dem Moment, wo er sich selbst über die Zinnen schwingen wollte, sah er den ersten Templer auf den Wehrgang stürmen. Ihm blieb keine andere Wahl, als zu schießen. Der Mann taumelte zurück, brach zusammen und blieb bewegungslos liegen. Es würde den Templern gar nicht gefallen, dass er einen der ihren mit einer Waffe aus der Technik-Ära niedergestreckt hatte. Aber darauf konnte er jetzt keine Rücksicht nehmen. Er ließ sich so schnell am Seil in die Tiefe gleiten, dass seine Handschuhe rauchten und der pochende Schmerz in seinem Kopf wieder zunahm. Unten angekommen, schnitt er Dominik los und hetzte mit ihm in die rettenden Schatten des nächsten Bauernhauses. Sie jagten bereits im Schutze des Waldrandes auf Wittgensteins Hengste hin, als am Himmel die hellen Silhouetten einer Engelsschar sichtbar wurden. Aber offensichtlich hatte man ihnen nicht zugetraut, dass sie schon so weit gekommen waren. Wittgensteins Hand fuhr unwillkürlich zu seinem Gesicht. An diese Mission würde er wahrlich eine bleibende Erinnerung zurückbehalten. Abbildert war außer sich vor Wut. Erst hatte der störrische, unverschämte Engel sein großzügiges Angebot abgelehnt, ihn in die Loge aufzunehmen, und dann hatte dieser Barbar es gewagt, in sein Kloster einzudringen, seine Monarchin niederzuschlagen, einen Templer zu töten und einen der Auserwählten zu entführen. Schnaufend stapfte der Abt im verwüsteten Untersuchungsraum auf und ab. Er hatte seinen Zorn bereits an den Monarchen ausgelassen, die heute Nacht Wache gehalten hatten. Aber er fühlte sich immer noch nicht besser. Wenn sich die Kunde von diesem Vorfall in der Kirche verbreitete, würde man ihm unangenehme Fragen stellen und schlimmer noch, man würde ihn auslachen. Ehrwürdiger Ab? Ein weiterer Monarch betrat den hell erleuchteten Raum. Seht her! Aufgeregt wedelte der Neuankömmling ein Stück feuchtes Papier vor der Nase des Ab hin und her. »Was ist das?« zischte Bildad unwirsch und riss das Papier an sich. Auf dem kleinen rechteckigen Blatt war ein seltsam farbloses Bild zu sehen. Deutlich zeigte es einen Mann in schwarzer Kleidung, der ihn erschrocken anblickte. Mit einer Hand hielt er den entführten Jungen an der Hand gepackt, und es war eindeutig zu erkennen, dass er im Flur der Baracke stand. Abbildert hielt einen Moment inne, dann verzog sich sein Mund zu einem hässlichen Grinsen.